Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es nämlich ein kleines Video zum Thema Töpfern. Und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr eine Tasse und eine Herzschale, also eine kleine Schale in Form eines Herzes töpfern könnt und die eigentlich zu vielen Anlässen und Gelegenheiten verschenken könnt. Ihr könnt die Tasse gerne vielleicht mit Teebeuteln befüllen oder mit Kaffee oder was auch immer und die Herzchenschale mit Pralinen oder Keksen, je nachdem, was euch beliebt. Und dann könnt ihr es hübsch einpacken und habt so immer ein hübsches Geschenk. Erst beginne ich natürlich mit der Tasse, weil die etwas aufwendiger ist. Ich rolle mir hierzu wieder meinen Ton auf einem Holzbrett aus, habe hier meine zwei Leisten. Die sind ziemlich dünn, die Leisten, die haben eine Stärke von 5 mm. Und die dienen dazu, dass der Ton schön gleichmäßig ausgerollt wird und die Tasse auch schön gleichmäßig erscheint. Der Ton schön und gleichmäßig ausgerollt ist, habe ich hier eine Schablone, die könnt ihr euch auch gerne auf meiner Homepage herunterladen. Wer es vielleicht schon kennt aus anderen Videos, ich habe ein paar Anleitungen zusammengestellt und auch die Schablonen, die ich verwende, die sind natürlich alle eigens hergestellt und die könnt ihr vielfach verwenden. Hier, wie gesagt, eine konische Form für die Tasse. Ich schneide mir das dann mit einem Messer oder einem Skalpell ganz dünn aus und dann habe ich schon mal die Hauptform. Dann löse ich die Reste ab und packe sie zur Seite. Die brauche ich später noch für die Tasse und versuche dann den Tassenkörper ganz vorsichtig von der Holzplatte zu nehmen. Lege ich die ausgeschnittene Tasse auf eine andere Holzplatte, um hier weiterzuarbeiten. Da sich das Ganze beim Ablösen noch etwas verzogen hat, mache ich das Ganze nochmal und werde das noch einmal zwischen die zwei Holzleisten legen und ausrollen und die Schablone erneut aufsetzen und noch einmal glatt schneiden. Weiter geht's mit dem Boden der Tasse. Hierzu habe ich ein ganzes Set Kunststoffausstecher. Die machen sich ganz gut. Die haben die eine Seite etwas gewellt und auf der anderen Seite sind sie schön glatt. Und die nutze ich ganz gerne, um irgendwelche Böden oder runden Sachen auszustechen. Und die gibt es in verschiedenen Größen und ich brauche die endlich ziemlich häufig. Und jetzt suche ich mir eine passende raus und setze die dann an und werde einen gewellten Untergrund mir als Boden ausstechen. Und habe dann schon im Prinzip den Fuß, also das untere Teil der Tasse schon fertig. Und weiter geht's mit dem Henkel. Hierzu nehme ich mir etwas Ton und roll den beidseitig aus mit beiden Händen, so dass ich eine schöne gleichmäßige Tonrolle habe und werde dies zu einem Henkel verwenden. Ich mir den Henkel schon mal zurecht, um auch die entsprechende Größe zu haben. Der ist noch ein bisschen zu dick, das muss noch ein bisschen schmaler werden und dann wird das Ganze nochmal angepasst. Und wie gesagt, ich probiere das jetzt erstmal aus auf dem Brett, wie das aussieht mit dem Henkel, wie ich den haben möchte. Und dann werde ich die Enden, die werde ich etwas schmaler machen, das heißt also, da werde ich eine kleine Spitze formen. Schmale Ende mit der Spitze, das forme ich jetzt zu einer Schnecke und habe so gleich noch eine geschwungene Form am Henkel. So, und das sind jetzt meine drei Teile, die ich für die Tasse benötige. Wie gesagt, die Grundform, der
Boden und auch der Henkel. Aber da soll noch eine kleine Verzierung herauf. Das zeige ich euch nochmal später. Zwar habe ich mir überlegt, ich werde vorne ein Herz ausschneiden, also nicht gleichmäßig, sondern ungleichmäßig ein hübsches Herzchen. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen da ausschneiden oder mit Ausstechern ausstechen, je nachdem, wen ihr beschenken möchtet, also vielleicht ein Arbeitskollege, wenn ihr ihn nicht unbedingt einem eine Herzchentasse schenken möchte, wäre vielleicht nicht so angebracht, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Aber wenn ihr eine liebe Mama habt oder so, der ihr zum Muttertag etwas schenken möchtet, wäre das doch sicherlich eine schöne Idee. So, und damit sind meine Teile jetzt auch komplett und jetzt kann es weitergehen mit der Herstellung der Tasse. Den Boden der Tasse habe ich jetzt nochmal auf ein kleines Holzbrettchen gelegt und jetzt werde ich beginnen, die Tasse, den Tassenkörper darauf zu schlickern. Das heißt also, ich werde mir erstmal die Form anschauen, wie die darauf passt und werde das Ganze anritzen, etwas Schlicker drauf geben und dann kann der Tassenkörper schon befestigt werden am Boden. So, und natürlich auch die Unterseite des Tassenkörpers muss etwas angeritzt und angeschlickert werden. Das soll ja gut halten und zusammenpassen. Und jetzt setze ich schon die Tasse auf. Und die Besonderheit hierbei ist, dass ich also das jetzt nicht gerade schneide. Der Tassenkörper ist also im Prinzip vom Ton her überlappend, wie man das jetzt vielleicht noch gar nicht so genau erkennen kann. Aber ich habe das ganz bewusst so gewählt, so dass es im Prinzip aussieht, als würde die Tasse zusammengewickelt sein und vorne, ja, das ist die Stelle, die ich meine. Vorne werde ich dann natürlich das Herzchen, was ich noch rausgeschnitten habe, das werde ich darauf setzen. Und auch hier müssen die zwei Seitenteile natürlich ordentlich angeritzt und mit Schlicker versehen werden, denn die Tasse soll ja schön halten und dicht sein und von daher ist es wirklich erforderlich, ordentlich Schlicker zu nehmen. Nehmt lieber ein bisschen mehr, den könnt ihr, was nachher rauskommt oder rausquillt, den könnt ihr gut abwischen und dann ist das. Hand drücke ich von innen die Tasse und von außen werde ich dann mit der anderen Hand das Außenstück gegendrücken, sodass es wirklich richtig schön zusammengepresst wird und einen richtig guten Halt bekommt. Den ausgetretenen Schlicker hier am Boden und auch an dem Seitenteil werde ich jetzt mit Wasser und einem weichen Pinsel noch abwischen. Der gewählte Boden kommt jetzt hier auch wieder schön zur Geltung. Also ihr müsst natürlich dann den Tassenkörper, wenn ihr ihn aufsetzt, wirklich so genau aufsetzen, dass man dann die Wellen noch sieht. Es sei denn, ihr wollt die nicht und macht eine gerade, nehmt eine gerade Ausstechform. Aber ich finde das eigentlich ganz nett mit diesem gewählten Boden. Das sieht nicht so alltäglich aus. Und jetzt kommt das Herzchen dran. Das Herzchen wird auch angeritzt und angeschlickert und kommt genau vorne auf die Verbindung rauf, sodass es noch aussieht, als wäre das im Prinzip eine Niete oder ein Knopf, den man daran befestigt hätte. Und das belebt das Ganze noch.
So, und ohne Henkel wäre das Ganze natürlich nur ein Becher, was allerdings auch sehr hübsch ist. Also ich habe schon ein paar davon getöpfert, die sind wirklich ganz nett und die werden auch sehr gerne genommen. Aber es soll ja heute eine Tasse werden und von daher schneide ich mir den Henkel nochmal richtig zurecht, probiere erstmal ohne Schläger das Ganze und gucke auch, dass das die richtige Form hat und dass es auch an der richtigen Stelle ist. Also von daher markiere ich mir die Stelle oben und unten, wo es dann auch angeschlägert wird. Hier auch wieder, ihr kennt das natürlich, anritzen, etwas Schläger dran und dann das Ganze andrücken und hinterher den ausgetretenen Schläger wieder abschmieren. Und im Grunde genommen war es das schon. Die Tasse darf jetzt erstmal in Ruhe trocknen und geht dann in den Sprühbrand. Jetzt mit der Herzchenschale. Hierzu habe ich jetzt eine Gipsform, die ich mir mal selber erstellt habe und habe auch hier schon den Ton ausgerollt, schön schmal und in die Form hineingedrückt. Also das ist so eine sogenannte Eindrückform und mit einer Gumminiere oder Schiene, Drehschiene, ja, die meisten kennen es als Silikonschiene, glätte ich das Ganze von innen und lasse ich das Ganze eine Weile trocknen. Die Gipsform hat ja die schöne Eigenschaft, dass die etwas saugfähig ist und so dem Ton auch etwas Wasser entzieht. Und wenn die Form dann etwas geschrumpft ist, lässt sich die Schale wunderbar entnehmen und dann weiterverarbeiten. Und wie ich diese Gipsform herstelle, das zeige ich euch mal in einem anderen Video. Das ist noch nicht fertig, aber das ist eine Arbeit und da könnt ihr euch selber wunderbar eure eigene Gipsform. Wenn ihr keine Gipsform besitzt, könnt ihr natürlich auch eine Schale nehmen. Schaut mal dazu in mein Video, wie ich die Müsli-Schalen erstellt habe. Das war mein allererstes Video und das haben schon viele von euch gesehen. Und da könnt ihr euch im Prinzip auch etwas dran orientieren, wie man eine Schale herstellt. Meine Schale hat hier durch die Gipsform schon einen kleinen Fuß, aber den kann man auch separat in eine Schale anschlickern, sodass man sich da nochmal eine kleine Tonrolle ausrollt und die dann unten anbringt. Und ich versäuber das Ganze jetzt hier mit Schlicker, weil, wie gesagt, die Gipsform, das ist eine selbsthergestellte, die ist natürlich nicht so perfekt wie die aus dem Handel. Und deshalb sind da so kleine Stellen noch drin vom Gips, die ich dann rausgenommen habe und die Löcher dann mit dem Schlicker wieder zuschmiere. So, und jetzt kommt das Eigentliche. Jetzt wird das Ganze versäubert und richtig nochmal schön glatt geschmiert. Und der Ton darf auch nicht zu fest werden, weil ich das ja noch weiter formen möchte. Und wenn der zu trocken ist, dann bricht der eventuell. Und dann könnt ihr das Ganze schon mal vergessen und müsst nochmal von vorne anfangen. Und da ist nun mein kleines Schälchen. Das habe ich jetzt schon so weit geglättet und vorbereitet. Und jetzt geht es eigentlich um das Eigentliche. Hierzu nehme ich Daumen und Zeigefinger von der linken Hand und werde unten die Spitze des Herzes einfach zusammendrücken und oben im Prinzip ganz genauso nur nach innen. Dazu setze ich Daumen und Zeigefinger in die Schale und mit dem Zeigefinger der anderen Hand werde ich von außen die Schale etwas nach innen ziehen, sodass ihr im Prinzip diese ganz typische Herzform erhaltet. Probiert es mal aus, versucht es mal, es ist gar nicht so schwer. Ich drücke das hier noch mit dem Stäbchen ein bisschen glatt, dass die Spitze auch ein bisschen mehr zur Geltung kommt und das gleiche unten auch nochmal. Und schon habt ihr eine kleine hübsche Herzform. Und nach dem Trocknen, ihr kennt das, dann kommt der Sprühbrand. Ich nehme den Sprühbrand immer bei 1000 Grad und anschließend kann das natürlich in den Glasuren glasiert werden, die euch vorschweben. Ich habe das jetzt in ganz zarten Farben und zwar in einem schön cremigen Weiß und dann noch ein zartes Rosa und ich denke, das kann sich dann spätestens zum Muttertag oder zum Valentinstag sehen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und habt Ideen, macht was draus und bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal.